Also mit diesem Auftrag, anders zu denken, andere Gedankenmodelle. Gib mir einen Punkt außerhalb der Erde und ich kann sie bewegen, vor allen Dingen in Gedanken. Das ist der wesentliche Schritt, glaube ich, und das war auch ganz lustig, wie ich damals Philosophie studiert habe, meine ganzen Kollegen alle Science Fiction gelesen haben. Also die haben diese harten philosophischen Texte studiert und daneben alle Science Fiction gelesen. Und für mich war das eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wie ich dann in der Vorrede zu Differenz und Wiederholung von Gilles Deleuze gelesen habe. Er wünschte sich, dass dieses Buch so wie ein Science-Fiction-Roman zu lesen wäre. Und das war natürlich eine ganz lustige Synchronizität und hat mir auch für dieses Buch quasi auch viele Türen geöffnet. Also das krasseste Beispiel ist wahrscheinlich die Barry Rodan-Saga, also die, wo es 2000 Bände davon gibt, ja. Und es ist die größte Serie, glaube ich, dieser Art, und die mittlerweile schon im 50. Jahrtausend irgendwo angelangt sind, und denen ist schon mehrfach der ganze Kosmos abhanden gekommen. Also das ist eine wirklich hypertrophe Weise, sozusagen die Erzählform der Oper auszuleben, und das ist natürlich ein naheliegender Gedanke, dass man quasi diese Space-Oper wirklich in die Oper setzt. Ich versuche ja diese Gesetzmäßigkeit dieser Wiederholungen rauszufinden. Das ist das, was mich irgendwie in den letzten Jahren so beschäftigt hat, was eigentlich die Gesetze einer Loop sind, warum ich nach fünfmal genug habe und bei der anderen nach elfmal. Und das sind alles Dinge, die im Sinne einer Recherche jetzt zu sehen sind. Und das ist so ein drittes Ohr, ja, das entscheidet. Genau. Und da steckt die ganze Erfahrung, die ganze Geschichte und eigentlich die Musikgeschichte einmal, soweit Sie sie in sich haben, ja, drin. Ja, und das Rätselhafte ist, dass das so eine Genauigkeit hat. Also ich habe dann beim Komponieren oft das so gemacht, dass ich das im Kopf laufen habe. Ich habe das im Kopf laufen lassen. Und dann kann man, wenn man das da konzentriert laufen lässt, kann man schlecht zählen. Verliert man sich beim Zählen. Jetzt habe ich immer am Papier einen Strich gemacht. Und wenn das wiedergekommen ist, habe ich immer einen Strich am Papier gemacht. Und das habe ich mehrmals hintereinander gemacht. Und das war dann immer 5, 5, 5, vielleicht einmal 6, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5. Also ich höre immer 5 dort. Und manchmal höre ich 6, aber meistens höre ich 5. Gibt es ein Musikstück, das Sie mehr wiederholen könnten, also länger machen könnten? Aber Sie gehen ja nicht mit ganzen Musikstücken um, aber ich meine... Die Zellen länger. Schwer. Das ist ganz schwierig, weil das hängt sofort durch irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass man manche Dinge vielleicht verkürzen könnte, aber ich habe es versucht. Also wenn man Musiktheater arbeitet, muss man ja kürzen. Ja. Da sagt oft der Regisseur, das muss jetzt kürzer sein, wir müssen da was rausschneiden. So. Und es ist schwer, weil man stimmt das so irgendwie ab, und ich kann es eigentlich jetzt sagen, wie diese Stimmigkeit entsteht, aber die ist sehr verbindlich. Also man kommt schwer aus der heraus, und das fällt mir ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also jetzt da nur 3 Wiederholungen dazu zu machen, das geht nicht wirklich. Ja, 3 wegmachen wäre möglich, aber Sie hören das, was wir manchmal ist. Auch nicht, ist nicht einmal auch das. Nicht. Ist auch nicht. Ich hatte ja am Anfang, wie ich versucht habe, mit den Loop-Generatoren zu arbeiten, versucht, das quasi zahlentheoretisch zu ordnen, dass ich quasi Serien von Wiederholungen hergestellt habe. Die erste kommt 5-mal, die zweite kommt und so und so und so, so, so nach Konstruktionsplänen. Hat nicht funktioniert. Das Stück hat nicht funktioniert. Planwirtschaftlich geht das überhaupt nicht. Also man muss irgendwie dem Gefühl folgen und das erspüren, irgendwie, wie die innere Logik dieser Sachen ist, und dann einen Schritt zurücktreten und schauen, wie das Bild ausschaut, und sagt, dort ein bisschen weg und da ein bisschen was dazu, und dann stimmt's.